Jarl sowie die Feiglinge, die sich hinter ihnen verstecken, zu stürzen. Der Klang unseres Zorns ist wie der eines Sturms, der auf die Köpfe unserer Feinde niedergehen wird. Unsere Freundschaft ist wie ein Mantel wahrer Brüderlichkeit für alle, die ihn tragen. Was denkt ihr über diesen Krieg? Himmelsrand ist die Geburtsstätte der Menschheit, die Geburtsstätte der Ehre. Und diese schneebuckligen Kaiserlichen haben sich von beidem losgesagt, als sie vor den Talmor kuschten. Noch schlimmer, um seinen Anspruch auf den Thron bezahlen zu können, verkauft der Kaiser Himmelsrand und sogar unsere Götter, ja selbst Talos, an die verdammten Elfen. Und was hat Torik getan? Er und die Jarl, die ihn unterstützt haben? Sie haben das Gold des Kaisers angenommen. Sie haben ihr Volk verraten für den Friedensvertrag eines Sklaventreibers. Ulfric hat das Richtige getan, als er ihn tötete. Bald erlösen wir Himmelsrand von den Elfen, ihren elenden Statthaltern und den Jarl, die sie in der Tasche haben. Diese ganze verdammte Bande. Und wir hacken uns einen Weg durch die Armee, um an sie heranzukommen. Ja, dann hättet ihr so viel geredet. Wie tritt man euch bei? Ulfric führt hier keinen Verein. Ihr tretet überhaupt nicht bei. Entweder seid ihr ein wahrer Sohn von Himmelsrand oder ihr seid es nicht. Wenn ihr dazugehört, dann macht euch auf nach Windhelm und redet mit dem Mann selbst. Wenn nicht, tja, dann verschwindet ihr am besten, bevor es ungemütlich wird. Ach Gottchen, weht Pommel. Du Pummel, du Pummeluff. Oh, Glas. Ah. Braucht man Glas für irgendwas? Ich klau's mal. Achso, ich kann mir da noch ein zweites Stück von klauen. So. Braucht man's? Ich klau's trotzdem. So. Ach, guck mal, die ganzen Zaubertränke darf ich mir auch mitnehmen. Ring Magica, Gering Magica. Ach, das ist eine Ausdauer, darf ich natürlich nicht haben. Okay, Entschuldigung. So, den Zaubertrank der kleinen Heilung nehme ich auch noch mit. Die beiden. Den der starken Ausdauer lasse ich mal hier. Die Karotten lasse ich auch mal hier. Der Krug hat auch einen Wert. Oh, das kann ich nicht mitnehmen. Ach, du warst der andere. Ja, du warst sein Berater. Nordmead Altuweineimer. Fass. Wir haben hier ein Winterfest und Gold. Besucher wie euch. Ein Dietrich. Ein Kleiderschrank. Also was kenne ich gar nicht. Der große Sack ist leer. Da ist ein Apfelkuchen oben drauf und Brot. Mein Papa sagt, da sind nochmal Zaubertränke. So, halt den Mund, du bist unsichtbar. Wenn du unsichtbar bist, dann redest du auch nicht. So. So funktioniert das. Da wäre noch mehr Alkohol. Den klaue ich mir jetzt sogar auch mal. Warum eigentlich nicht? Ein guter Student sagt niemals nein zu Alkohol. Theoretisch könnte ich den höchstwahrscheinlich dermaßen extrem verkaufen, dass ich keine Geldprobleme damit mehr habe. So viel, wie ich jetzt mitgenommen habe. So, wie viel war das? 21 Gold. Ja, das nehme ich hin. Ein Trollschädel. Nochmal 8 Gold. Dass ich die feine Kleidung nicht haben darf, aber alles andere. So, und auch nochmal 7 Gold. Ja, das ist gut so. Danke für alles, ich gehe dann mal. Ja, tschub, Himmelsrand. Wusstet ihr, dass der Krug... Warum ist das hier so rot? Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Das will mir irgendwie nicht gefallen, dass es hier so rot ist. Okay, es schneit wieder. So, bin ich noch auf dem richtigen... Dingsens. Genau, zur Akademie von Winterfeste. Einmal hier hoch. So eine Sache, die ich übrigens auch nicht verstehe. Weißt du, ihr seid doch der Neue von den Gefährten. Wir sind hier am anderen Ende des Universums. Weil weißt du, dass ich der neue Typ von den Gefährten bin? Gibt's hier eine Zeitung oder wie? Oder was? Fernsehsender? Und jetzt ein neuer Typ hat sich den Gefährten angeschlossen. So, wer bist du? Passiert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Was ist das für ein Ort? Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens.
Warum seid ihr hier draußen? Ich bin hier, um denen zu helfen, die die Weisheit der Akademie suchen. Und wenn meine Anwesenheit dabei hilft, jene abzuschrecken, die womöglich nichts Gutes im Schilde führen, dann umso besser. Die wichtigere Frage lautet, warum seid ihr hier? Doch, kann ich der Akademie beitreten? Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Ich möchte Rätsel von Aetherius lösen. Ich möchte nur einmal hineinblicken. Ich möchte die Macht des Eises und des Feuers nutzen, um alle zu zerstören, die sich gegen mich stellen. Ich verstehe. Diese Macht existiert, das kann ich euch versichern. Wenn ihr sie richtig anwendet, können euch nur wenige widerstehen. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Wir beide wissen doch, dass ich hier erfolgreich war. Nein, ich fürchte, ich kann nicht vergleichen. Ich stelle mich eurer Prüfung. Ausgezeichnet. Der Feueratronach ist ein wichtiger Begleiter für jeden, der sich auf Beschwörung verlässt. Wenn ihr einen herbeirufen würdet, würdet ihr einen Nachweis für eure Kenntnisse erbringen. In Ordnung, das kann ich machen. Ich freue mich darauf. Also meine Stäbe, warte. Hoppla, nehmt eure Magie etwas zurück. Sehr gut gemacht. So, darf ich jetzt durch? Sehr gut gemacht. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Hey, ich bin Harry Potter. Ach, kannst du bitte ein bisschen schneller laufen? Die Akademie ist viel Wissen angehäuft. Alles neu bei dir? Licht. Beeindruckend, kann ich auch eine Taschenlampe simulieren, sobald ich hier in der Akademie bin? Oh, ich laufe vor dir her. Oh, deine Taschenlampe ist aber nicht unbedingt gut, die strahlt nicht zwingend weit. Stehe ich dir im Weg? Entschuldigung. Ah, du kannst sogar zwei Taschenlampen gleichzeitig machen. Na, jetzt langsam, ne, bin ich beeindruckt von dem, was du kannst. Eure Brücke ist ein bisschen kaputt. Ihr solltet euch vielleicht nicht nur auf Magie konzentrieren, sondern auch auf Steinmetzkunst, um das zu reparieren. Nee, okay. Das wäre... WB Melly. Wieder beim... wieder gutes Internet. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie besteht immer noch. Okay, drei Taschenlampen. Ich bin beeindruckt. Ne? Feralda. So, dann schauen wir mal hier rein. In den kalten Ort. Hübsch aber. Hallo? Mir wurde gesagt, ich bekomme einen Hut und einen Zauberstab und ein Haus zugeteilt. Hallo? Wo ist mein Begrüßungskomitee? Ist das Wein? Ein Becher. Falls jemand einen Wein oder einen Becher sucht, ich öffne eine Müllgrube. Willkommen in der Müllgrube. Ich speichere mal zwischen. Sollte ich in der Müllgrube sein? Bin mir nicht sicher. Wo ist Lydia eigentlich? Hallo? Ich bin aus Versehen in die Müllgrube gefallen. Kann mich im... Pilze. Das ist eine leere Weinflasche, die brauche ich nicht. Den gusseisernen Topf auch nicht. Irgendwie ist das weniger eine Grube. Ihr habt da einen Fuß.
Ich sehe einen Gegner. Wo ist der Gegner? Ist der Gegner hier unten? Kommt der gerade hier hochgelaufen? Der schaut ein bisschen danach aus. Wirst du mich jetzt umbringen, Gegner? Das ist ein Skelett. Ach komm, ich glaube, das kann ich anzünden. Wo ist der Gegner, den ich sehe? Das sind Spoopies! Warum ist euer... Wo ist mein Atronachchen? Irgendwas stimmt mit eurem Müll nicht. Ihr habt da Geister drin. So, können die durch Wände? Wer hat hier von Knochen durcheinander geworfen? So, wie viel halten die aus? Au, die tun mir aber ordentlich weh, du. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Feuer-Tonarch, schieb mich bitte nicht umher. Alles in Ordnung bei dir, Feuer-Tonarch? Treffe ich irgendwas? Ich tue irgendwas weh, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber mein Feuertonarch tut irgendwie nichts. Der... Tu was! Ich nehme mal den Totenschädel mit. Ich schaue mir hier um die Ecke. Ich glaube, mein Feuertonarch ist gerade gestorben. Irgendjemand ist auch da gestorben. Du besitzt nicht genügend Magika. Gut, das... Ja. Wir warten mal ganz kurz. Oh, ich habe mir eine Fackel geklaut. Okay. Warte, wenn ich mich hingekniet habe, habe ich schneller Magika regeneriert, oder? Bin mir gerade gar nicht sicher. Kümmere dich darum, Feuer-Tonarch. Go! Go, Rodaf! You can do it! He can't do it. Warum auch immer du nichts tust. Was sind das für Spikies? Sind die Spikies ein Gegner? Will ich in die Spikies treten? Schaut, beweg dich mal. Hier, los. Du bist buchstäblich aus Feuer gemacht. Kümmere dich um den Eismüll da auf dem Boden. Wo ist der Spoopy Boy hin? Hallo? Ich schau den Fenster. Was passiert, wenn man Bier mit Cola mischt? Dann hat man Cola-Bier. Kommt der Eisgeist jetzt wieder? Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht mehr, wo der ist. Jetzt chillt er hier irgendwo in der Wand oder sowas. Achso, mein Cola-Bier hat... Ah! So, dann gehen wir einfach mal vorwärts. Ne, wir wissen, hier ist irgendwo ein Spoopy-Boy. Oh, ein Fackelwürmchen. Noch eins. Okay, Spoopy-Boy ist fast tot. Wo ist er hin? Ach, haut der jetzt... Oder flieht der gerade von mir? Da ist ein Trauge. Trauge, ist der tot? Ich behaupte mal, der ist tot. Da ist die Atronarchenschmiede. Da ist ein Kleiderschrank. Au! Er hat mich gewone-shottet! Okay! Alles gut! Nee, nichts gut! Ich so, oh, ich krieg Schaden. Stirbt! Es ist gut zu wissen, dass sich das Spiel nicht ändert. Ich gehe aber auch davon aus, dass ich hier eigentlich nicht sein sollte, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Genau, Flammen sind auf 3.
Was ist denn das hier für ein komischer Schrein? Gut, aber jetzt weiß ich, wo der Spoopy Boy ungefähr entlang düsen wird. Und ich düse im Sauseschritt. Löschen wir mal bitte aus unserem kollektiven Gedächtnis. Das ist jetzt nicht passiert, dass ich da einfach so voll von dem Spoopy Boy gestorben bin. Ach, guck mal. Da geht's auch zur Müllgrube runter. Hallo Lydia! Wo warst du vor 5 Minuten? Du bist blöd, Lydia. Scheint fandst du lustig, dass du vergessen hast zu lachen. Jo. Nutzlose Unterhaltungen liegen mir nicht, aber vielleicht eine Laute. Hilfe bei Beschwörungsmagie. Karamellbonbon. Ja, Beschwörungsmagie. Lasst es mich wissen, falls ihr Hilfe bei Beschwörungstechniken benötigt. Und führt eure Beschwörungen bitte nur auf dem Gelände der Akademie durch. Die Leute sollen nicht auch noch durch Atronachen in Aufruhr versetzt werden, die durch die Stadt streifen. Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Bisher hat sich noch niemand beschwert. Das Beschwören von Untoten ist nicht verpönt? Bei Sheon, nein. Diese veralteten Richtlinien starben mit der Magiergilde aus und fanden hier niemals Anwendung. Totenbeschwörung ist, wie jede andere Form der Magie auch, ein Werkzeug, das man einsetzen kann. Natürlich sehen Nicht-Magier das eventuell anders, also machen wir das nicht in der Öffentlichkeit. Ich glaube, da habe ich schon versagt, was es angeht. Gibt es viele Beschwörer außerhalb der Akademie? Nicht innerhalb der Gesellschaft. Viele, die in der Schule der Beschwörung praktizieren, machen dies allein und im Verborgenen. Falion ist der einzige, den ich kenne, der damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Er war einst mein Lehrer, hat die Akademie aber vor Jahren verlassen. Weshalb hat Falion die Akademie verlassen? Er mochte den Erzmagier nicht. Er hasst es, sich mit ihm abzugeben. Und er hasste es, ihm Rede und Antwort zu stehen. Falion hasste, was aus diesem Ort wurde. Daher ging er. Aaron fand eine Notiz auf seinem Schreibtisch, mehr nicht. Soweit ich weiß, ließ er sich in Jalmarsch nieder, was jedoch zu Problemen führte. Okay, Falion hat sehr viel Hass im Blut gehabt. Das ist der Weg zum Sith-Sein. Höchstwahrscheinlich ist er jetzt ein Blitzmagier geworden. Werft einen Blick darauf. Waffen, Stab des Frostbisses, ein Kältestoß der Gesundheit und Ausdauer 8 Schadenspunkte pro Sekunde hinzufügt. Okay, Lehrlingskapuze. Okay. Das kostet mich auch einfach des Todes viel. Die hätte ich gerne, die Novizenrobe der Beschwörung. So, beschworene Streitaxt. Können wir schon den Bogen brauchen? Möchte ich nicht. Schwert, Zauberbuch, Detra-Verbann. Feueratronarch. Können wir schon Frostatronarchen? Oh, das ist ja cool. Schutzgeist beschwören, das können wir auch. Wiedergänge. Belebt einen mächtigen Toten wieder und lässt ihn. Aber ich kann Leichnam wiederbeleben. Wo ist denn der Unterschied dazu? Aber du bist sehr teuer, mein lieber Freund. Könnt ihr mir das über Beschwören beibringen? Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei. Aber seid vorsichtig. Jetzt kann ich quasi ihm Geld geben und damit meine Beschwörungen leveln. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Das ist interessant zu wissen. So, Drevis. Ihr könnt mich sehen? Nein, ich kann euch nicht sehen, überhaupt nicht. Natürlich kann ich das, du Hammel. Verflixt. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich unsichtbar bin. Oder wenigstens durchsichtig. Was sind die besten Illusionszauber? Oh je, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Unterschätzt niemals die Fähigkeit, andere zu beeinflussen. Ob Freund oder Feind, fast alle sind anfällig für Illusionszauber. Sie können den Verlauf einer Schlacht im Handumdrehen verändern. Es gibt außerdem Zauber, mit denen man Konflikte gänzlich vermeiden kann. Die Unsichtbarkeit ist schwer zu meistern, dafür aber außergewöhnlich nützlich. Gibt es Akademieangelegenheiten, bei denen ich euch helfen kann? Es gibt da eine Sache, bei der eure
Fertigkeiten von Nutzen sein könnten. Die zahlreichen Fokuspunkte magischer Energien um die Akademie herum sind verunreinigt und müssen gesäubert werden. In Ordnung, ich werde helfen. Gut. Mit diesen speziell verzauberten Handschuhen könnt ihr direkt in den Fokuspunkten nach den Energien suchen. Geht zu jedem der Fokuspunkte und beseitigt alle Unreinheiten, die ihr dort findet. Bringt mir die Handschuhe wieder, wenn ihr fertig seid. Bitte lasst äußerste Vorsicht walten. Diese Prozedur kann unerwünschte Nachwirkungen haben. Ist das das Äquivalent von mach die Kaffeemaschine sauber? Ich mach die Kaffeemaschine sauber für Magier. Go me. Reinigt die Fokuspunkte mit den Handschuhen. Achso, ja. Kommt wieder zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich dachte, ich hätte das unmissverständlich ausgedrückt. Ja, ja, du musst nicht gemein geben. Essen. Ein Apfelkuchen. Nom. Gold auf dem Boden, ne? Beschwert sich ja niemand drüber, wenn ich das mitnehme. Kann ich dir dein Goldsäckchen stehlen? Nein. Beziehungsweise nehmen. Was ist denn das hier? Chaurus-Eier? Chaurus? Chaurus? Irgendwie sowas. Ist hier jemand drin? Nö. Ist hier jemand drin? Kann ich dem das Geld? Dessen Geldbeutel kann ich nehmen. Nur gut, ist vielleicht meiner. Gewöhnliche Seelensteine, winziger Seelensteine. So, ich bin aber jetzt auch mal auf viel Spaß noch. Vielen Dank, dass du dabei warst, Fetzen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. So, Nordmeet, Totenschädel, noch mehr Met. Ich behaupte mal, das ist jetzt mein Zimmer. Amulett von Arkai. Papierrolle. Stuhl, ein Fass. Großer Sock. Hier ist auch nochmal ein Fass. In den Fässern habe ich bisher noch nicht einmal Gold gefunden. Ich gehe also mal davon aus, dass hier wirklich nie Gold drin ist. Behauptet, höchstwahrscheinlich ist dann irgendwo ein Versteck. Achso, jetzt sind wir wieder bei Finnet. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Das kann ich euch versichern. Finnet schläft mit offenen Augen und Aniel arbeitet. Okay, indem er trinkt. Ja, morgen 5 Uhr aufstehen, dann Klausur. Ich glaube, niemand ist sich hier wirklich bewusst, wie wertvoll meine Arbeit einmal sein wird. Gibt es Akademieangelegenheiten, mit denen ich helfen kann? Amtliche Angelegenheiten? Nun, nein, nicht wirklich. Okay, ich darf ihm nicht helfen. Ich aktiviere mal den Punkt, vorsichtig. Ach, muss ich die Handschuhe dafür ausrüsten? Schau mal, Bekleidung. Wo sind die? Ach, mystische Handschuhe. Oh. Großen Seelenstein hinzugefügt. Gewöhnliche. Ah, cool, ich kann mir Seelensteine daraus klauen. Nehmen, wie auch immer. Viel Erfolg. Danke. Ist das irgendwie so eine schreckliche Arbeit, Kevin? Oder war das jetzt an Fetzen gerichtet, das viel Erfolg? Hallo Ladebildschirm. Umhüllungszauber umgeben den Zaubernden mit einer gefährlichen Aura. Oh. Ja? So, dann gehen wir mal hier ran. Das war ein Fetzen wegen Klausur und so. Ah, okay. Ja, viel Erfolg, Fetzen. Ach, da kann ich jetzt nicht mehr zu aktivieren. Ja, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ich versuche nur, den Grund für diese Entscheidung zu verstehen. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich auf jeden eurer Wünsche eingeht, doch hier genießen die Talmor keine solche Vorzugsbehandlung. Ihr seid ein Gast der Akademie mit freundlicher Genehmigung des Erzmagiers. Ich hoffe, ihr wisst diese Chance zu würdigen. Ja, natürlich. Ich danke dem Erzmagier. Sehr gut, dann sind wir hier fertig. Tschüss. Mirabella Erwin, kann ich mit dir reden? Willkommen an der Akademie. Wurde ich beauftragt, sie zu suchen? Ich behaupte mal, ich wurde beauftragt, sie zu suchen. Ein weiterer Neuzugang. Ich bin überrascht, wie viele neue Studenten es in letzter Zeit gibt. Nun, zuerst braucht ihr dies hier. Es ist keine Pflicht, diese Kleidung zu tragen. Aber vielleicht sagt sie euch mehr zu als das, was ihr da tragt. Ich führe euch kurz herum und dann bringe ich euch zu eurer ersten Unterrichtsstunde. Seid ihr bereit?
Entschuldigt, aber dazu bin ich noch nicht bereit. Ich verstehe. Nun, dann sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr soweit seid. Warum wird hier immer Shade in Richtung, was ich trage, was ich tue und sonst irgendwas geworfen? So, oh, du bist kacke. Und deine Klamotten sind kacke. Oh, ich bin fast wieder voll. Was habe ich jetzt bekommen? Die Novizenkapuze, der Zerstörung und irgendwelche Stiefel, ne? Ich schaue so ein bisschen aus wie ein Inuit. Okay. Achso, ich muss... Handschuhe habe ich keine neuen bekommen, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Genau, mit dem mystischen... Ich muss jetzt noch den letzten Pool sauber machen. Die letzte Kaffeemaschine für Magier. Busch, Halle der Leistung. Eieiei. Was für Leistung erbringen wir denn jetzt? Hoffentlich keine Negativleistung. Sind hier auch nochmal Menschen, mit denen ich reden kann? Gold, was ich stehlen kann? Vielleicht sollte ich lieber bei der Diebesgilde anfangen, als hier in der Magiergilde. So viel Gold, wie ich immer stehlen möchte. Und das wäre auch stehlen. Gibt es hier überhaupt irgendwas? Sind hier überhaupt Leute? Das ist ein gewöhnlicher Seelenstein. Das Gold darf ich wieder nehmen. Okay. Ich versuche gar nicht erst zu verstehen, wann ich welches Gold nehmen darf und wann nicht. Da sind Karotten drin. Da ist ein Buch. Azura und die Kiste. Okay, das bringt mir nichts. Noch mehr Gold. Ist das vielleicht mein Zimmer? Weil ich darf hier den gewöhnlichen Seelenstein mitnehmen und das ist normalerweise immer so ein No-Go. Jesus Christ. Darf ich die Ziege abgeben? Die muss ich nicht unbedingt hier hängen haben. So, und ich höre irgendjemanden. Ist er über mir? Oder hat sich hier irgendjemand wirklich unsichtbar gemacht? Schau ich mal, die trinken alle so viel Alkohol. Endtier. Ich will euch einen Rat geben. Ihr wollt an etwas arbeiten, das offiziell nicht erlaubt ist? Sagt es einfach niemandem. Wenn ihr etwas braucht, das ihr offiziell nicht haben solltet, dann sucht mich auf. Oh. Wenn ihr jemandem erzählt, dass ich das gesagt habe, lasse ich euch von innen heraus verbrennen. Okay. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Was genau ist hier nicht erlaubt? Es ist zum Beispiel keine gute Idee, eure Kollegen an der Akademie absichtlich umzubringen. Davon würde ich euch abraten. Auch Diebstahl und Überfälle können euch in Schwierigkeiten bringen. Und was die Forschung betrifft, nun, mit einer guten Erklärung kommt ihr mit fast allem durch. Wenn ihr für eure Experimente lebende Testobjekte braucht, ist es einfacher, das außerhalb des Akademiegeländes zu erledigen. Weißt du, andere würden mit was leichtem anfangen. Er fängt direkt einfach an mit Mord. Tötet einfach nicht hier die Mitkollegen. Ich hoffe, ihr habt Geld. Ja, die Frage ist, was wir zu bieten. Sehen wir es uns doch einfach mal an. Also, ich weiß auch nicht, was ich dabei habe. Ja, schauen wir mal. So, Stab der Raserei, Stab des Schutzgeistes. Oh, okay. Oh Gott, 4000. Lernungskapuzen und sowas. Ja, gut, Bücher, sonstiges. Was hast du unter... Ich war noch nicht fertig. Ich hoffe, ihr habt Geld. Ja, zeig mir nochmal deine Ware. Einfach mal an. So, ich wollte deine Bücher nämlich durchschauen. Blitz, Blitzrune, Eisstachelfeuer, Blitz, Feuerrune, Flammen. Habe ich Flammen und Feuerblitz? Meine ich, kann ich schon beides. Frostrune und Funken. Okay, das ist nicht unbedingt bei, was ich brauche, / möchte. Also gut. Na gut. Oh. Die werden wir so, oh. So, das wäre stehlen. Das möchte ich nicht. Hier ist auch dicht. Wer lebt denn hier bitte? Oh. Das Bett ist nicht fremd, also höchstwahrscheinlich ich. Das sind Bücher über Daedra, die wahnsinnigen Reach. Reach! Und da ist Aniel. Sieht er mich? Er schläft mit offenen Augen. Das ist gruselig. Nun gut. Lydia. So, achso, ich kann hier sogar noch einmal hoch. Ach, dann schaue ich noch ein.